So, hier habe ich einfach ein ganz allgemeines Beispiel. Jetzt brauche ich kurz das hier. Okay, das ist jetzt ein ganz allgemeines Beispiel, wie eine Nutzenmatrix aussieht bei Entscheidungen mit Unsicherheit. Einfach weil es so wichtig ist und weil es auch quasi der Standard ist für eine Entscheidungsmatrix. In der Regel ist das Ihre Entscheidungsmatrix, mit der Sie entscheiden. Und dann können Sie eben Wahrscheinlichkeiten noch einfügen oder nicht. Das ändert aber nicht die Grundform hier. Wir bleiben bei dem Beispiel von eben. Sie sind Projektleiterin und Ihnen fehlt noch ein Mitarbeiter für das Projektteam. Und wir haben zwei Leute zur Auswahl. Also A1 ist also Bewerber 1 und dann haben wir A2. Unsere zweite Aktion, die wir wählen können, ist Bewerber 2 einstellen. Okay, einstellen habe ich jetzt nicht hingeschrieben, aber es gehört dazu. Sie haben Vorinformationen, also das sind nicht völlig unbekannte Leute, sondern Sie haben Vorinformationen, zum Beispiel, weil die von einem anderen Standort rekrutiert werden oder von einem anderen Unternehmensteil. Sie wissen, Kandidat A arbeitet grundsätzlich solide, aber wenn es hektisch wird, wenn irgendeine Krise auftaucht, dann kommt er nicht so gut mit klar. Und Sie wissen auch, Kandidat B ist grundsätzlich nicht ganz so solide, ein bisschen unzuverlässig im Normalbetrieb. Hallo. Aber in Krisen ist er besonders gut und behält einen klaren Kopf und hat gute Ideen. Okay, das wissen Sie. Wir haben jetzt zwei Aktionen zur Auswahl, nimm Bewerber A oder nimm Bewerber B. Und die verschiedenen Zustände, die jetzt für uns relevant sind, ist, für das Projekt, wir Sie einstellen wollen, ist eben, tritt eine Krise ein oder tritt keine Krise ein. Okay? Das heißt, Zustand 1 nennen wir Z1, damit wir bei der Annotation vom Buch bleiben. Z1 wäre eben keine Krise. Und die andere Möglichkeit, die eintreten kann, ist eben Krise. Okay, das sind die verschiedenen Umweltzustände, die für uns relevant sind. Sie müssen immer im Hinterkopf haben, eine Entscheidungsmatrix, diese ganzen Entscheidungsmodelle, das bezieht sich immer auf ganz spezifische, isolierte Entscheidungen. Okay, das heißt nicht, das ist nicht irgendwie so ein Kompass für alles, sondern für ganz spezifische Entscheidungen und so müssen Sie das dann auch behandeln. Das Ergebnis könnte ganz pauschal hier zum Beispiel der Gewinn aus dem Projekt sein. Wir nehmen an, der Gewinn aus dem Projekt hängt nur davon ab, welchen Bewerber wir nehmen und ob eine Krise eintritt oder nicht. Wenn wir Bewerber A nehmen, arbeitet ja solide und es gibt keine Krise, dann haben wir einen ganz soliden Gewinn, nennen wir es mal 8. Wenn wir aber A nehmen und es gibt eine Krise, dann kommt er nicht so gut damit zurecht. Und das ganze Projekt könnte ein Misserfolg werden, sodass wir dann hier mal eine 0 annehmen. Wenn wir den B einstellen, Bewerber B, und das Projekt verläuft ohne Krise, dann wissen wir ja, der ist nicht so ganz zuverlässig, aber das Projekt wird trotzdem abgeschlossen. Das heißt, wir schreiben nochmal eine 6 hin. Und das drückt eben aus, dass der Kandidat A in der Situation ohne Krise grundsätzlich solider arbeitet. Okay? Aber wenn wir den B einstellen und es gibt eine Krise, dann wird das Projekt immer noch erfolgreich abgeschlossen, ne, im Vergleich zu der Situation, wo wir den Bewerber A eingestellt hätten. Das ist jetzt dann quasi die Gedanken, die wir uns gemacht haben zu der Nutzenmatrix. Und das ist jetzt erstmal immer noch nur die grundlegende Beschreibung der Entscheidungssituation. Das hat jetzt noch nichts mit irgendeiner spezifischen Entscheidungsregel zu tun, sondern nur die Beschreibung der Entscheidungssituation. Das sagt uns nicht, wie wir uns entscheiden sollen, sondern nur, wie die Entscheidung aussieht. Und was jetzt in dieser Situation die beste Entscheidung ist, die rationale Entscheidung, das hängt davon ab, welche Entscheidungsregeln wir nehmen, was wir vielleicht noch für weitergehende Informationen haben oder rauskriegen können. Zum Beispiel könnten wir ja Informationen darüber haben, wie wahrscheinlich eine Krise ist. Ja? Könnten einfach unsere letzten 10 Projekte anschauen und feststellen, 9 von 10 Projekten hatten eine Krise.
Könnte sein, dass unser Elftes auch eine Krise haben wird. Und dann ja, würde man vielleicht überlegen, ob das irgendwelche internen Gründe vielleicht hat. Oder wir könnten noch weitere Informationen dazu nehmen. Wir könnten die Umweltzustände noch weiter differenzieren. Aber das ist jetzt erstmal nur die reine Beschreibung der Entscheidungssituation. Und ganz wichtig, jetzt auch über die Klausur hinaus, Entscheidungstheorie, das Kapitel ist nicht dazu da, dass Sie ab jetzt alle Entscheidungen in Ihrem Leben mit einer Matrix treffen. Es gibt Ökonomen, die haben das probiert, auch so, soll ich meine Freundin heiraten oder nicht. Es kommt nicht so gut an. Der Punkt ist, viele Entscheidungen treffen Sie rational auch ohne Tabelle, das traue ich Ihnen zu. Und im Endeffekt, diese Entscheidungsmodelle sind ja quasi modelliert nach Denkmustern, die in Ihrem Kopf drin sind. Aber wenn Sie dann tatsächlich irgendwann mal Projektleitung für eine Eventagentur haben, dann müssen Sie ja die Entscheidungen, die Sie treffen, erstens dokumentieren und zweitens gegenüber der Geschäftsleitung rechtfertigen. Und dann müssen Sie irgendwie argumentieren können, wie Sie zu der Entscheidung gekommen sind, warum die Aktion, die Sie gewählt haben, die beste war. Und dann könnten Sie mit so einem Entscheidungsmodell kommen, gegeben die Informationen, die Sie hatten. Okay? Dafür ist es wichtig. Und manchmal ist es ja auch so, dass Sie jetzt aus dem Bauchgefühl oder nur mit Worten wissen Sie nicht, wofür Sie sich entscheiden sollen. Und dann könnten Sie mal verschiedene Entscheidungsregeln durchspielen und sehen, für was Sie sich danach dann entscheiden würden. So viel hätte ich ja.